Der wird leider wichtig später. So. Der Bezirk wird sich aber auch hier rüber erstrecken. Washingtonplatz. Nein. Ich nenne erstmal District 8. Weil wir vorhin schon mal einen District gebaut haben. Le Ghetto. Area 51 bitte nennen. Dann nehmen wir Area 51. Es fehlt mir an Arbeitern. So, wie machen wir es am besten? Dann drehen wir uns doch einfach nochmal genau in die andere Richtung, oder? Oh, blank. Müssen wir ein bisschen schneller aufbauen lassen, beziehungsweise die Runden vergehen lassen. Ne, muss ich gar nicht, nehme Darlehen auf. Bup, bup, und schon ist man wieder flüssig. So funktioniert das übrigens auch im richtigen Stadtwesen. Sieht aus wie so Malereien der Maya auf dem Boden. Ihr habt keine Stromknappheit, das bildet euch nur ein. Das Kohlekraftwerk brennt, kein Wunder, da es keinen Strom mehr gab. Ich mache übrigens zwischendurch immer so ein paar Bildchen für die Thumbnails. Also nicht wundern, wenn ich mal die Kamera immer ausmache und ein bisschen übers Gebiet fliege. Da sind wir an der Small Season ein ganz großes Problem, dass ich nie schöne Bilder gemacht habe. Kann ich die Feuerwache auf Feuer fangen? Selfie Time. Richtig, wir können Selfie Time nennen. Windräder sind mir echt zu... Ah, da muss man halt so viele bauen irgendwann. Wir halten uns jetzt einfach an den konventionellen Stromarten. Kohle und andere Geschichten. Vor allem unsere Holzindustrie läuft doch. Nach und nach bauen sich hier schöne Holzfirmen an. Wir können ja auch sinngemäß ein paar Bäume dran pflanzen in der Nähe. Weil keine Holzindustrie ohne Holz. Nur doof, dass wir dann hier Kohle verheizen, anstatt mit dem Holz zu arbeiten. Und nein, die Bäume sehen nicht ungesund aus.
AKW kann man erst später bauen, frecher Ingo. Das kannst du erst bei 32.000 Einwohnern bauen. Also da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Ja, der Boden ist ein bisschen ungesund hier. Ah, ist schon okay. So, 1600 plus, wir brauchen schon wieder Wohngebiet. Oder? Jugendliche 614, junge Erwachsene 127, Erwachsene 899. Es gibt mehr Kinder als Erwachsene fast. Und die haben alle keine Bildung. Jetzt würde ich natürlich diesmal auch gerne die Kesselstation und so weiter auch ein bisschen auslagern. Ich finde es vor allem ein bisschen ungenutztes Potenzial, dass zum Beispiel solche Sachen wie diese Forstwirtschaftswagen auf der Straße ausladen. Und es keine Einfahrt gibt oder sowas. Die werden einfach stehen und laden alles ab. Manchmal verstehe ich den Chat nicht, tut mir leid. Versucht doch jemand mal dem Flump zu helfen. Ich verstehe nicht, was er will. Auf welche Energiegewinnung ich am liebsten gehen würde, das ist eine politische Frage. Fusion. Ich soll was erzählen über die Sehenswürdigkeiten meiner Heimatstadt. Einst bin ich aus der Jauchegrube meiner Umgebung aufgetaucht. Und was war's? Duisburg. Die Stadt, die du nur lieben kannst, wenn du hier aufgewachsen bist. Wir haben keine Kultur. Wir haben gar nichts. Du kannst. Es wird gefragt, ob ich terraformen kann. Nein, du kannst nicht terraformen in dem Sinne, dass ich jetzt noch was verändern kann. Es gibt aber einen Map-Editor, wo man halt generell seine eigene Map generieren kann. Eine künstliche Insel kann ich nicht aufhäufen. Industriegebiet Jauchegrube. Aber was sind die Sehenswürdigkeiten hier? Wir haben das Lehmbruck-Museum schon seit Ewigkeiten, aber ich war nur als Kind mal da drin. Wir haben unser komisches Wahrzeichen. Das ist so ein fetter Adler, ganz bunt, der eine fette Frau aus dem Rhein gerettet hat, die dann unglaublich dankbar war. Obwohl ich mich ein bisschen frage, woher kommt dieser dämliche Adler mit der Geschichte? Das wurde auf jeden Fall mal erzählt. Ich glaube, die wenigsten Duisburger kennen diese Geschichte. Von der hilfesuchenden Frau im Rhein und dieser Adler kommt und greift sie, während die fette Frau sich um den Adler klammert und dann wird sie halt rausgehoben und wahrscheinlich in der Innenstadt abgesetzt. Und dann ist sie direkt zum Arbeitsamt gelaufen.
Fassbinderplatz. Das gefällt mir eigentlich. Wir sind bekannt für schlechtes Bier. Ich glaube, eins der ersten Biere, die ich jemals gesehen habe, in der Plastikdose. Ja, ich weiß, es gibt nicht genug Wärme, weil ich auch kein... Ich habe die doch nur aus Versehen gesetzt. Wir haben aber eine gute Kneipe, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt, wo du 150 Biere irgendwie probieren kannst. Finkenkrug. Das ist sowas wie eine Studentenkneipe, da gibt es auch immer Karaoke. Die bauen seit Jahren immer aus. Wir haben den Industriepark, wenn ihr mal im Duisburg seid, da kann man auch hingehen. Und unser Innenhafen ist relativ schön. Der wurde auch irgendwann später gebaut, da gibt es sowas wie Drachenbootregatta manchmal. Ich glaube einmal im Jahr. Aber da sind auch ganz nette Restaurants, wo man mal was essen kann. Aber generell hat Duisburg nichts Großes. Wir haben eine Fußballmannschaft. Du weißt, die Sehenswürdigkeit bei uns, unser MSV. Wo du jedes Jahr einen Aufstieg oder einen Abstieg feiern kannst. Das kann nicht jeder Verein von sich behaupten. Auf jeden Fall gibt es immer was zu tun. Ich muss aber auch sagen, ich bin fußballmäßig überhaupt nicht belehrt. Teilweise habe ich immer mal was mitbekommen, aber eigentlich habe ich da überhaupt keinen Plan von. Ich weiß, wer, glaube ich, gerade in der Nationalmannschaft spielt. Ich gucke nur den einzig wahren Sport. Kugelstoßen. Oder das damalige DSF nach 12. Ich soll die 3 drücken, ich habe aber dieses Gefühl, das ist ein Trick. Einmal kurz speichern. Ach so, ich soll beschleunigen, tut mir leid. Ledus Ghetto. Ich glaube, so einen Abschnitt kann ich gar nicht bauen. Kein Abschnitt der Welt kann so aussehen wie Duisburg. Wir haben Brücken. Wir haben ein Ticket-Verteilsystem, wo ich, glaube ich, jeden Monat mal zahlen muss. Wir haben sehr viele Leute, die blitzen. Wir haben einen Hauptbahnhof mit bespannten Netzen, weil da Trümmerstücke runterfallen können. Ach ja, Duisburg. Was will man mehr? Wir haben sogar unser eigenes Fernsehstudio. Ich glaube, Studio 47 oder so heißen die. Früher wusste ich sogar, wo das Studio war, aber inzwischen sind die irgendwie umgezogen in eine Location, die günstiger war. Obwohl, hier ist alles günstig. Ich sehe mich ja selbst nicht als Duisburger, weil ich so am Randgebiet wohne und wir wurden erst in den 80ern annektiert an Duisburg. Da war ich zwar schon fast geboren, aber man merkt halt schon, dass das hier halt nicht Ur-Duisburg ist. Mein Vater hat für die Chemieindustrie gearbeitet. Ich bin auf eine normale Nicht-Zechenschule gegangen. Nur mein Opa ist zur Zeche gegangen. Das Hippie-Zentrum.
District 9, aber wir brauchen auf jeden Fall Industrie. So. Ich setze mal hier einen kleinen Kreisverkehr dran. Das soll den Ausbau der Industrie nämlich ein bisschen voranbringen da an der Stelle. Jedenfalls hier werde ich nochmal ein Industriegebiet dran bauen. Und die sollen halt nicht direkt hier bei der Ausfahrt lang. Ach, Wasser. Da war ja was. Ah, Strom. Da war ja noch was anderes. An sich stören mich die Heizrohre vom DLC ungemein. Weil jetzt muss man immer drauf achten, dass man jetzt nicht das Update-Tool... Vor allem, ich habe das Update-Tool ständig aus Versehen angeklickt. Strom. 88 Megawatt. Dann setzt doch hier vorne schon mal das neue Kohlekraftwerk. So, Diamond City. Aber sieht doch nett aus. Und ich glaube, ich habe noch keine Verkehrsprobleme nach Süden. Richtig, die größte Jesus-Statue der Welt ist Rio de Janeiro. Ist in Rio de Janeiro, mein Gott. Ach, Pfälzer sind auch unter uns. Es gibt Leute, die zählen sich zu Köln, die sind nicht mal in der Nähe von Köln geboren. Beziehungsweise leben noch nicht mal in der Nähe von Köln. Ja, wir sollten nachher auch mal ein bisschen anfangen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu hantieren. So. So sehen die ja eigentlich aus, nicht wie Tentakel, sondern wie kleine Tannenbäume. Der übliche Fehler. Live Pool, Dead Pool. So, und da werden wir industriell das auch verändern. Ach nee, das falsch angeklickt.
Genau, mach da auch mal Industrie für den Wald. Naja, gegen den Wald. Ich finde es einfach passender zur Schneelandschaft. Benutzt doch den Kreis für die Hausmarkierungen. Den Kreis? Jetzt sagen alle, wo sie wohnen. Ich würde gern irgendwo wohnen, wo man wenigstens einen vernünftigen Dialekt hört oder sowas. Jetzt nicht gerade Stuttgart. Oder, nee, nicht Stuttgart, sondern nicht gerade Leipzig. Schwitzerdeutsch wäre was für mich. Dann kann ich sagen, der kulturelle Strategie-Chat in Schwitzerdeutsch. Schwitzerdeutsch. Oh mein Gott, ich muss in die Schweiz bald. Freunde heiraten. In Trier war ich früher sehr häufig. Ich hoffe, du hast heute not the phlegm. Ich habe sogar ein Buch hier irgendwo, meine ersten Trierer Worte. So, ihr wollt gerne noch weitere Gewerbegebiete. Die kann ich euch geben. Generell würden die Straßen hier aber jeden wahnsinnig machen. Keiner will so leben. Das wird dann hier sowas wie die Einkaufsstraße. Direkt am Wasser. Dann wärst du auch mal ein schöner Ort, dass wir so ein kleines Stück reinbauen. Dann gehen wir bei den Sehenswürdigkeiten. Und setzen hier die Shopping-Statue. Ja, Wasser kriegst du nachher auch noch.